Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Mein Name ist Thomas und heute möchte ich dir gern zeigen, wie du dir auf deinem Windows 10 Computer anschauen kannst, mit welchen Netzwerken du so in letzter Zeit verbunden warst. Das ist besonders dann interessant, wenn du ein Notebook nutzt und mit diesen sehr viel unterwegs bist und dich in diversen Netzwerken herumtreibst. So kannst du nämlich auch herausbekommen, ob du möglicherweise mit Netzwerken verbunden warst oder gar möglicherweise eingeloggt warst, in denen du nichts zu suchen hast oder mit denen du gar nicht verbunden werden wolltest. Diese Informationen findest du in der Registrierungsdatenbank von Windows 10. Diese öffnest du am besten über die Tastenkombination Windows R. Da öffnet sich das Ausführenfenster und hier gibst du einmal den Befehl Regedit ein. Hast du den Registrierungseditor geöffnet, dann klickst du mal oben hier in die Adresszeile und gibst diesen Pfad ein. Damit gelangen wir zu der Übersicht unserer Netzwerkprofile. Wenn du ihn nicht per Hand eingeben willst, kannst du ihn dir auch gern aus der Beschreibung unterhalb des Videos herauskopieren und dann hier einfügen. Hast du diesen Pfad eingegeben, bestätigst du ihn mit der Enter-Taste und dann gelangst du in das Verzeichnis Profiles. Hier werden dir Profile angelegt für jedes einzelne Netzwerk, mit dem du verbunden warst. Hier erhältst du Informationen über die Art des Netzwerkes, also ob es privat, öffentlich oder ein Domain-Netzwerk war, über das Datum der ersten Einwahl und der letzten Einwahl und über die Art der Verbindung, also ob es sich um eine Verbindung per WLAN-Netzwerk, per Mobilfunk oder per kabelgebundenes Netzwerk gehandelt hat. Diese Informationen erhältst du nicht über irgendwelche Konfigurationsmenüs unter Windows 10, sondern diese musst du dir also hier aus der Registry herausholen. Und die wichtigsten davon, die zeige ich dir jetzt. Klicke einfach mal eins deiner Profile an, die du da siehst. Und dann hast du hier verschiedene Werte, die dir ganz bestimmte Informationen geben. So hast du zum einen einmal hier die Kategorie. Im Bereich Kategorie erkennst du anhand der Kennung, die hier ganz hinten steht, um welche Art von Netzwerk es sich handelt. Steht hier hinten eine 0, dann war dies ein öffentliches Netzwerk. Steht hier eine 1, dann ist dies ein privates Netzwerk und steht hier eine 2, dann war dies ein Domänennetzwerk. Ja, also Beispiel dazu, die 0, also ein öffentliches Netzwerk, wäre ein WLAN-Netzwerk am Bahnhof, Flughafen oder in irgendeinem Café. Die 1, die Kennung für ein privates Netzwerk, wäre zum Beispiel ein Netzwerk zu Hause oder ein Netzwerk, das du als privates Netzwerk gekennzeichnet hast. Und die 2 wäre zum Beispiel ein Domänennetzwerk, also in der Regel sind das Firmennetzwerke. Eine weitere interessante Info ist der Nametype. Diese Kennung hier gibt dir eine Info darüber, ob du über ein WLAN-Netzwerk, ein kabelgebundenes Netzwerk oder ein Mobilfunknetzwerk verbunden warst. Und zwar hast du dann hier auch wieder Kennungen hier hinten stehen. Wenn hier am Ende eine 47 steht, dann heißt das, dass du mit einem WLAN-Netzwerk verbunden warst. Steht hier eine 6, dann bist du mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden. Und steht hier eine 17, dann war dies eine Mobilfunkverbindung. Damit hast du schon mal zwei wichtige Informationen. Einmal die Art des Netzwerkes und wie du mit diesem Netzwerk verbunden bist. Und dann gibt es noch zwei sehr interessante Informationen. Einmal Date created und Date last connected. Date created bedeutet, wann hast du dich das allererste Mal mit diesem Netzwerk verbunden? Und Date last connected bedeutet, wann warst du das letzte Mal mit diesem Netzwerk verbunden? Diese zwei Informationen sind eine Zeitinformation und diese sind leider hexadezimal hinterlegt. Das bedeutet, du brauchst ein Programm, um diesen Hexadezimalcode in einen Zeitcode umzuwandeln. Dafür gibt es diverse Tools. Das Tool, was ich dafür nutze, heißt Decode. Das Tool Decode kannst du dir kostenlos auf deren Webseite herunterladen, die hier heißt digital-detective.net und dann /decode/. Den Link dazu kopiere ich dir ebenfalls in die Beschreibung des Videos, sodass du diesen nur kopieren musst. Hier scrollst du dann ein klein wenig nach unten, bis du zum Button Download Decode gelangst. Der Download ist eine ZIP-Datei, also eine gepackte Datei, die du noch entpacken musst. Okay, dann werden wir die Datei mal abspeichern. Dann begeben wir uns mal in den Ordner, wo der Download liegt.
Der Download ist also eine ZIP-Datei, eine gepackte Datei, damit das Datenvolumen nicht so groß wird. So, diese klicken wir mit rechts an. Wenn du jetzt ein Programm zum Entpacken installiert hast, dann nutzt du dieses. Bei mir ist dieses SevZip. Du kannst aber auch das in Windows 10 integrierte Entpacketool nutzen, indem du den Befehl alle extrahieren nutzt. Ich nutze den Packer SevZip und entpacke den Download in ein gleichnamiges Verzeichnis. Jetzt begibst du dich in das entpackte Verzeichnis und öffnest die Datei. Das Programm, die Code ist sehr einfach gehalten. Du musst hier eigentlich nur angeben, in welcher Form der Code dargestellt wird, damit das Programm weiß, wie dieser Code dekodiert werden soll. Und bei uns ist dies ein Hexadezimalcode. Wir nutzen jetzt hier diese Variante Hexadezimal Little Endian. Und jetzt müssen wir den Hexadezimalwert aus unserer Registry hier hinein kopieren. Dazu begeben wir uns wieder in unsere Registry. Normalerweise kannst du auch Werte aus der Registry wunderschön herauskopieren, indem du den Wert doppelt anklickst. Jedoch bei Hexadezimalwerten, wenn die etwas länger sind, macht sich das nicht so gut hier mit dem Kopieren, und herausschreiben wäre auch ein bisschen mühsam. Deshalb nutzen wir eine andere Variante. Klick mal hier auf Abbrechen. Wir werden uns jetzt den Wert aus der Registry-Datenbank exportieren und dann daraus den Wert kopieren. Das geht sehr einfach. Du klickst das entsprechende Profil mit rechten Maustaste an, sagst Exportieren, gehst hier in ein Verzeichnis deiner Wahl, legst hier einen Namen an, unter dem du sofort erkennst, um was es sich bei dieser Sicherung handelt. Dann sage ich einfach mal Netzwerkverbindung Thomas Netz, denn so heißt das Netzwerk, und speichere diese Datei. Der Netzwerkname, mit dem du dich verbunden hast, den findest du übrigens hier unter Profile Name. Jetzt begibst du dich in das Verzeichnis, wo du diese Sicherungsdatei abgelegt hast. So, und diese Datei darfst du jetzt aber nicht doppelt anklicken, sonst wird sie wieder zurückgeschrieben in die Registrierungsdatenbank, sondern du klickst diese Datei mit der rechten Maustaste an, wählst den Befehl Bearbeiten aus, und schon haben wir die gesicherte Registrierungsdatei in unserem Editor geöffnet. Und jetzt findest du die ganzen Werte, die wir in der Registrierung gesehen haben, auch hier. Und wir benötigen jetzt die Werte hier aus DateCreated und DateLastConnected. Also wann haben wir uns das allererste Mal mit diesem Netzwerk verbunden? Diesen Hexadezimalwert hier kopieren wir. Und wie du siehst, ist jeder Wert hier mit einem Komma getrennt. Du müsstest jetzt also noch die ganzen Kommas löschen. Das kannst du manuell machen. Oder ganz einfach auch in einem Editor, indem du hier nochmal den Hexadezimalwert mit den Komma einfügst und dann einfach die ganzen Kommas löschst. Ah, dafür gibt es in der Regel über die Tastenkombination STRG H die Suchen-Ersetzen-Funktion. Hier suchst du jetzt ganz einfach nach dem Komma und ersetzt dies durch nichts. Klickst auf Alles ersetzen und schon sind die Kommas verschwunden. So, dann kopieren wir uns diesen neuen Wert und setzen ihn in unserem Decode-Tool ein, klicken auf den Button Decode, um den entsprechenden Zeitwert zu erhalten. Für uns in Deutschland interessiert uns dieser Wert hier. Ich habe mich also das allererste Mal am 23.06.2019 hier an diesem Computer mit diesem Netzwerk verbunden. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wann du dich das letzte Mal mit diesem Netzwerk verbunden hast, dann nimmst du eben den anderen Hexadezimalwert, der unter dem Punkt Date Last Connected steht, und kopierst dir hier diesen Hexadezimalwert raus und fügst ihn dann im Tool ein, um den Zeitpunkt deiner letzten Einwahl in das Netzwerk zu erhalten. Und somit hast du jetzt die wichtigsten Verbindungsinformationen, um zu wissen, mit welchen Netzwerken du sie schon so auf deinem Computer verbunden hast. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Schön, dass du so lange mit mir hier durchgehalten hast. Die wichtigsten Informationen dazu habe ich dir auch nochmal in der Beschreibung unterhalb des Videos hinterlegt, damit du nochmal genau weißt, unter welcher Kategorie, Kennung und welchen
Typkennung sich was verbirgt. Somit kannst du entweder das Video nochmal an der Stelle anschauen oder einfach in der Beschreibung nachschauen, um dir diese entsprechenden Informationen hervorzuholen. Ich hoffe doch, dass das Video ein bisschen interessant für dich war. Wenn dies so ist, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like freuen und über einen Kommentar von dir. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann klicke bitte auf den Subscribe-Button und die Glocke, damit du auch kein zukünftiges Video von uns verpasst. In diesem Sinne dann noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.